bietet doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und Ponys Mutter. Psst, du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tue ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanal. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Alles verzehrendes Feuer. Für ein hässliches Nest. Es muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Toblöffel, scheiß Schnabeltier. Ja. Schnabeltier kriegt noch später eine Bedeutung. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ich rühre Grund. Ein Isolierband. Oh, eine Kohle. Farbeimer. Alles mitnehmen, was brauchen kann. Ausgerechnet Weiß, der Spielverderber unter den den Farbeimer kann ich wohl nicht mitnehmen. Stock. Bist du denn? Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch fair bitten. Mein Name ist Cleverbald. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbald. Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Gleitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefasel, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen, Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Lass mich durch. Ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zackst du es mir dann nicht einfach? Lässt du mich bitte herein? Das klingt zum Besser. Aber
Ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte, bitte. 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 Aufhören! Bitte aufhören! Meine Zeitkreise überladen noch! Er klingt, als hätte man eben jede Ehre genommen. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Eine Mutter vielleicht? Was? Ach, du Mieser! Die Lache von dem Vieh macht mich krank. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Da ist ein Stock. Na schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Möb, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr! Irgendwas scheint mit dieser Lampe nicht zu stimmen. Die flackert andauernd. Hehe, genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag... Wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag? Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Was tust du da eigentlich? Das wirst du schon noch erleben. Aufhören! Ich kann nicht mehr! Isolierbar. Ja, vielleicht sollte ich den Stock doch lieber isolieren. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Was leck ihn ab? Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Tu es nicht. Wow. Oh, Junge. Ich werd nicht mehr. Oh, Junge! Ich glaube, ich habe ihn getoastet. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Hey Doc, Rufus. Hey,
Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wo? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Erstmal ein bisschen klauen. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Hey, du! Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Jetzt er dreht sich ja doch noch um. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da bist ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Okay. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Wo geht's denn hier überhaupt hin? Okay, die Karte ist auf jeden Fall schon mal größer. Nicht im Herz. Du bist jetzt in der Stadt. Das hätte ich mir schon fast denken können, aber ich hätte es auch irgendwie gar eine Ortsbezeichnung gehabt. Was? Wo? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Ja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast,
Ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Tja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Okay, jetzt reicht's mal. Okay. Okay, ich kann das nicht. Ich muss hier rausgehen. Was hat es mit dieser Arena auf sich? Aber ich weiß, dass man das so ausschalten kann. Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Alles klar. Warte mal, was ist denn das? Kuckuck, verschwinde. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnitio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucumis Agnitio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Klingt nach ihm. Kann ich nicht doch so eine Gratis-Gurke bekommen? Nur im Austausch gegen einen. Na toll. Und woher bekomme ich jetzt diese Coupons? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Aber ich sehe keine kostenlose Apothekenzeitschrift. Ich auch nicht. Aber hörst du mich jammern? Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Als ich vorhin Pause gemacht habe, war auf jeden Fall noch ein Exemplar da. Ich habe ein neues Abführmittel getestet und da musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Und du hast das Magazin mit aufs Klo genommen? Wozu? Um dir die Cartoons anzugucken? Schon mal was von Blindenschrift gehört. Außerdem fehlt es in Gullivers Spelunkenklo immer an Klopapier. Aua. Ich hätte gerne einen +5-Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken. Aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Ja, ich habe hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Alter, diese Wortwitz. Es reicht langsam. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Wir sehen uns. Das reicht uns nicht noch. Nur für dich. Gelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Na gut, die kann ich hier in den Raum stecken. Gut zu wissen.
Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Ich rühre grundsätzlich nicht. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel. Ist da schon wieder ein Nest und ein Ei. Es ist sehr weg aufgegangen. So, bist du gemacht? Er macht gut meinen neuen Sack und die Aria. Jetzt, ich muss zu ihm danken, um ihn zu holen, die Ersatz. Das war lustig. Ein Notenständer. Oh oh, das verheißt nichts Gutes. Sieht doch immer nach Spelunke aus. Ah, da ist er ja, der Pirat. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor. Auf zu Garlef. Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Haha. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnick-Schnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ah, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Okay. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Turnierfinger? Ja. Hallo, Boso, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus. Wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie. Alter, ist das gut. Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnutzipu? Dam, dam, da. Es war so klar, dass das nochmal kommt. Ich war bei Doc und muss zum Gadget-Shop. Na, dann grüß Gilligan von mir, falls er da ist. Du findest ihn beim Anleger, gleich links vom Stadttor. Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Ach, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal,
Ich habe mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, nicht nur so einmal. Vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Ist die Anker, lichtet die Segel! Ein lieber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Und ne Bulle voll rum. Bis später. Verlauf dich nicht. Ah, da sieht der Schrottkram. Schrottlawinen. Parantella? Lustige Lümmeltütenlied? Tote Taubentango. Let's go. Passiert da nichts. Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Ha, habe ich doch was dagegen. Okay. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi di 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 do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Hey, Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An meiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Der geht richtig, aber richtig. Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gulli. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Gullivers Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, Toilette gibt so tolle Geschichten. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Glaube ich am liebsten. Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los! Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Horta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Wie war das gleich? Ich glaube, er... Sie bricht... Und mit okay. Dieser... Ich kann mir kaum vorstellen... Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Ganz schön schummrig hier. Befreu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr?
Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch? Ich hab doch eine Idee. Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Kann die Jukebox nicht mal einen anderen Song spielen? Wieso? Das ist doch jetzt schon wieder ein anderer Song. Bist du sicher? Dieses Gedudel kommt mir doch sehr bekannt vor. Sag nichts gegen meine Jukebox. Da sind nur Klassiker in der Playlist. Am liebsten mag ich das Paarungslied der Schrottkrabben. Allerdings nur, wenn die Tür zu ist. Ich hab schon genug Beschwerden über Krebsbisse. Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzungen, Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen. Also, was geht da drin vor sich? Schuppenflechte oder Lebwieder geflogen durch ein indigenes Naturvolk. Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Darlef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Galef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Okay. Ein Drink, bitte. Hast du Geld dabei? Dachte ich's mir. So wie du rumläufst. Vielen Dank. Warum sagen das immer alle? Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest.